verliebt, sie machen mich zu ihrer Königin. Ist es wahr, frag ich mich, dass ich dich gestern noch in der Bar auf der Straße und im Schmiedetheater sah. Schau nicht runter, der Absturz wird muss man es einmal erwähnen, ganz oben so mühelos so früh, das ist nicht leicht zu überstehen. Es ist sehr einfach, jung, schön und geliebt zu sein, aber schwer Hass zu spüren, jedes Glück wird mit Leid bezahlt. Wer schon jung Erfolg hat, spürt das wahr. Yeah.
Argentiniens Regenbogen. Wimba hat die erste Hürde gemeistert. Ja, es scheint, dass ganz Spanien auch mit ihr fällt. Nur der goldene Prinz Madonna aus der neuen Welt. Sogar die Stierkapfels hat Eva begeistert. Doch wenn man schöner ist als General Franco, ist das reicht. Franco herrscht in Spanien, weiß ein Diktator. Und fällt dieses Bündnis komplett an, weil keine Wahl es erschüttern kann. Doch was mehr zählt Franco an manche Belager, der weigert das Gebiet an der Heilige. Diese Frau hat Gnade, Schauspielerin.
dafür gut genug war. Ich spiele meine Rolle nicht, bis euch gefällt, denn beliebt bei euch möchte ich gar nicht sein. Ich weiß nicht, die armen Appetomblas und Worten, ab jetzt zahlt ihr bei mir eure Spenden ein. Verzeih, wenn ich störe, Sie reden so voll edlen Mut. Aber das Volk hier im Lande schwitzt immer noch Blut. Ich möchte nicht ungerecht, zynisch und undankbar sein, aber ich glaube, Sie denken bei allen nur an sich allein. Was ich auch tue, wird gerechtfertigt durch meine Stiftung. Reichlich fließen die Spenden ein von da und hier. Ich meine die hübschen Hände auf der Bild, als die Spendenfreude bildet sie ein bisschen, ja. Doch Freunde, was macht das bloß? Reichlich fließen die Spenden ein, frag dich wieso. Immerhin macht dieses Geld sehr viele Menschen froh. Überlieb die Arten zu sich, öffne dir und vor. Jede Stiftung dieser Stiftung von Eva Mello. Möchtest du einmal ganz sorgenfrei studieren, ein Haus besitzen, obwohl das Parlament des Fendrelten war ein Mare? Eva, mach mir hier der Stiftung deine Träume wahr. Du brauchst nur Glück, dann geht das schon. Reverz deinen Namen und dann mit deinem Glück auf die Karte. Wirf sie hoch in die Luft, die Tiere, und dann warte. Zieh ein paar Tafel aus dem Auge jedes Jahr. Niemand ist so wie dich, wie die gute Eva Mello. Yeah.
sich aus deinem Leben heraus, doch bevor man dich hier nicht mehr sieht, da möchte ich dich direkt mal fragen, was meinst du, wie lang diese Phase hier noch zieht? Bitte verzeih mir den Mangel an Einsicht, der mich zu der Frage hier zwingt. Wie passt es zu einer Verheiligen, dass man seinen Gegner bedroht, unterdrückt oder um die Ecke bringt? Lass dir erklären, bevor dich die Welt zum Berufsrevolution stilisiert. Ein Spiel der Macht gibt es Regeln, die man nicht endet, weil man es uns verliert. Trage ich auch keine Samt in den Handschuh, das einfache Volk fühlt sich wohl. Und was von mir die Spieße denken, das ist mir völlig egal, denn ich hab eine Deskamisonus, für die bleibe ich ein Idol. Denn das Böse gegen die Erholung, nicht nach Verfassungen sind mir geboren. Was soll ich mich tieren, darum mischen wir den Entscheiden, wäre du mit, was ich tun kann für mich als die bevor ich als Held der Guerillas zu Kampf in den Untergrund geh. Warum siehst du niemals weiter als auf deinen Vorteil und den deiner Freunde? Warum bist du keine Idee? Verzeih, dass ich lache, wenn ich sowas höre. Was hätte es für einen Sinn, so zu tun, als wüsste ich eine Antwort auf alle Probleme, Umweltverschmutzung und Krieg oder Armut. Ich hab keine Lösung. Manchmal frag ich selbst, wo treiben wir hin? Denn das Böse regelt die Welt. Das Volk denn ohne sie?
bei den Worten. Sie hat's gemacht, zum Beispiel hat das Auslandskapital aus dem Land gebracht. Das ist zwar ungewöhnlich, falsch ist es nicht, etwas von dem zu tun, was man verspricht. Und doch, ich merke ihre Kraft des nach, denn häufig scheint sie schwach und müde zu sein. Doch ich würde euch nicht raten, sich daran zu früh zu freuen. Überstanden. Und wenn ich kann,
Versteh doch, du bist krank bis auf den Tod. Verzeih, wenn ich störe, Evita, ich sehe mir noch an, wie du den Leuten erklärst, was du mal verloren hast. Man wartet im Funk, gleich bist du auf Sendung, ein ganzes Volk hört dir zu. Ich will I'm
sammelte Geld für die Errichtung eines Grabmals für Evita. Nur der Sockel wurde noch gebaut. Evas Leiche wurde außer Landes gebracht und blieb 17 Jahre lang verschollen.